Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 11.11. Und nein, ich mag kein Karneval. Ich mag auch nicht telefonieren, aber manche Telefonate müssen sein. Also ringt man sich morgens durch und ruft so früh an wie möglich. Nur um dann nicht weiterzukommen, niemanden zu erreichen. Nur die Sekretärin, die einen sagt, ja, die Anwälte sind gerade alle im Gespräch, wir rufen sie zurück. Das war vor anderthalb Stunden. Das nervt echt. Dann sitzt du zu Hause und wartest auf Rückruf. Der Hund steht da und trampelt. Naja, nun warte ich immer noch auf Rückruf, aber ich habe gesagt, der Hund muss ja auch im Haus. Da gibt es schönere Momente im Leben. Größe L, was auch immer ein Ei Größe L ist, keine Ahnung. Eier haben 60 Gramm, 20 davon sind Eigelb, da gibt es keine Größe L, so ein Quatsch. Was willst du denn? Eine Karotte oder? Ich brauche eine Karotte. Oder mehr. Farbe stimmt schon mal. Dankeschön. Oh, danke. Schönen Abend noch. Tschüssi. Tschüss. Hallo. Leute, die viel können, aber nichts sagen, sind Uckermerker. Das hast du gut erkannt. Zu. Hätte ich auch gleich im Auto lassen können, ne? Ja, ja. Das Mensch. Schön Sitz machen, danke. Ja, so war das jedenfalls. Ja. Ich sag, den füttert dem Hund mal Grünlippmuscheln. Ich sag, muss ja nicht das Kreuzband sein. Kann ja durchaus auch was anderes sein. Ja. Und dieses Grünlippmuschelzeug, das ist so, wenn der Körper das nicht braucht, wird es halt ausgeschieden. Ne? Okay. Das ist wie mit Vitaminen und so. Okay. Und nichts anderes. Ja, hier war das drin. Das stand immer hier oben. Die ja, ja. Backmischung. Was ist dieser Backmischung, was hier praktisch diese Käse? Genau, musstest du nur noch Butter und auf den E-Nummern dazu geben? Nee, Butter und ein Ei dazu geben. Butter ja, aber wir brauchen nicht die E-Nummern. Die E-Nummern sind schon alle drin. Dann steht da drin so walnussgroße Dinger auf Backblech, ne? Mhm. 30 Stück ungefähr. Ich habe 22 ausgewählt. Ich weiß nicht, wie groß bei den Walnuss ist. Ich habe aber wirklich nur. Ja. Und habt ihr schön. Da einen Platz hier lassen, er muss zwar platt drücken, aber lässt sich Platz. Ja. Wurde trotzdem ein großer Keks. So, na gut, gibt's auch Kekse. Sind Füße der neue Fetisch? Warum kriege ich die letzten Tage so viele Fußfotos hier bei Instagram rein? Ach, ich hoffe nicht. Ich bin auch nicht so der Fußfan. Total eklig. Also mit den ekligsten Körperteilen, was es gibt am Menschen. Füße? Ja. Boah.
Und dann kannst du bei YouTube beim Veröffentlichen noch angeben, dass er automatisch einen Nachricht nach Twitter schicken soll und Google Plus. Da nehme ich nur Google Plus. Mhm. Mach dann auf Buffer, stelle ich dann ein, dass er kurz nach 17 Uhr einen Beitrag teilt auf Twitter, Facebook, allem anderen Kram. Google Plus, das private Profil kannst du ja nicht teilen bei Buffer. Oder kannst du nicht bespielen mit Buffer. Nur die Seiten. Ach so. Deswegen mach ich über YouTube und das andere mit Buffer. So, und den Blog lasse ich dann später veröffentlichen. Ja. Da bereite ich das auch alles vor. Auch auf Planen und veröffentlichen. Und da mache ich genauso. Google Plus wird vom Blog gleich befeuert. Private Profil. Und der Rest dann über Buffer. Sagt ja Cardio, Mann. Du bist der Einzige, wo sie sofort hingehen und den sie sofort anspringen und knutschen und ja, beschnüppern und machen und tun muss. Sagt sie, da bist du der Einzige. Ich sag, ja, aber ich hab es halt. Ne? Ich sag, ich hab dieses Hundegehen. Und du wissen genau, bei wem sie es können und ja, bei wem nicht und wer gut ist. Und ja, was. Und ich sage, und die wissen auch ganz genau, wen sie anhüppen dürfen und wer ja, sich da keinen Kopf macht, wenn die Klamotten mistig sind und Haare und das ist alles scheißegal. Ich sag, da kannst du alles sauber machen und waschen sein. Ja. Kommst halt, der Köder ist glücklich. Das ist mir voll die Wurst, sei. Ja. Das ist meine Mutter letztens auch immer. Ich weiß gar nicht, wie dazu kam und so. Ich sag, ich suche ihn ja vorne. Ich lass den Hund aussuchen. Hm? Wenn mir der Hund mag, der ist in Ordnung. Ist auch so. Ja. Hast du völlig recht. Und vor allen Dingen, so muss er ja auch. Wenn er in der Hand kommt und komisch zum Hund ist und der Hund komisch zu ihr ist, hat sie erledigt. Tschüss. Es tut mir leid, das wird nichts mit uns, der Hund mag ihn nicht. Die Videokameras sind überall verteilt und dann hin und her. Ne? Und dann, sagte Jan, ja, wollen wir dann auch noch so ein Interview machen und sie so fragen? Ich sage, die Kiddies, klar, warum nicht? Die sind da auch total tief entspannt. Ne? Mhm. Den stellst du die Kamera vor der Nase, ja, dann fragst du die was und dann reden sie. Ja, genau so. Dann finden sie da total lustig. Ich hatte die Videoleuchten mit. Diese Angst, diese Kameraangst, die kommt mit der später. Ja. Mal, ja. Oder dann ständig drüber nachdenkst, wie du denn jetzt rüberkommst, ja. Ja. Wie du auf Außenstehende wirkst. Ja. Ne? Und dann hatte ich meine Videoleuchten mit, dann habe ich die Videoleuchten aufgestellt und angemacht, weil ich dachte, ja, ein bisschen, ne? Das finden die auch ganz witzig. Ja. Und das fanden sie total cool. Dann haben sie hinterher überall erzählt, dann wurde dann irgendwie so. Ja, und, ne? Und der Jens, der hat die Videos gemacht, richtig mit Licht und so. Total, ja. Und das fanden sie aber ganz witzig. Ja. Die sagte auch zu mir, sie finde das total toll, dass es sowas gibt und dass sie die Kinder in dieser ländlichen Region überhaupt die Möglichkeit haben, so ein Kunstmuseum überhaupt kennenzulernen und damit in Berührung kommen, was sie ja nie die Chance hätten. Ja. Und sagt sie, nennen diese Kinderprojekte, die gibt es ja nicht mal in Museen gibt es schon häufig, ne? Aber ja, Kunstmuseen gibt es nicht, ja, nur in größeren Städten. Ja. Ja, oder auch diese Projekte, die ja nicht mal in Greifswald, in den größeren Städten gibt, ne? Wo dann wirklich Kinder an Kunst angeführt werden, sagt sie, und dann kotzt sie total an. Ich sagte nämlich auch, ich sage, ja, ne, ach, zu Lisbeth hat gesagt. Ich sage, weißt du, warum Kunst geil ist, sage ich zu ihr? Ne, sagt sie. Also ich sage, ich weiß es nicht, also auf meinen Grund weiß ich nicht. Ich sage, Kunst tut keinem weh. Kunst ist eine Sache, da kann man sich kreativ ausleben und tritt damit keinem auf die Füße. Ja. Du tust keinen weh. Ich sage, jeder kann es gut finden oder schlecht finden. Aber jeder kann es machen und für sich gut oder schlecht finden. Ja. Und immer das machen, was jeder gerade gut oder schlecht findet. Das ist total geil, sag ich. Das ist so entspannt. Das dreht, sagt sie. Das ist wohl so. Ich sag natürlich, hab ich recht. Da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht, warum ich jetzt gerade Kunst cool finde, sag ich. Sag ich mal, weil. Ich sag mal, das war dazu die Essenz. Kunst tut keinem weh. Ja. Man kann über Kunst diskutieren, nicht mal streiten, diskutieren. Jeder kann was anderes gut und toll finden, weil die Möglichkeiten sind unendlich. Ich sage aber, im Endeffekt kann jeder auseinandergehen und sagen, es ist in Ordnung. Dieser Akku von der GoPro, der geht viel zu schnell leer. Und wenn ich den Akku dann wechseln muss, kriegt ihr erstens zu spät mit. Also wenn ich die Kamera nicht so vor meinem Auge habe und sowieso reingucke, dann sehe ich natürlich, scheiße, der Akku ist jetzt nämlich gleich leer und ich kann gleich nicht mehr aufnehmen.
Aber ansonsten stellt die Kamera irgendwo hin oder halte er so beiläufig irgendwie vor uns. Dann sehe ich nicht, dass der Akku leer ist. Also kriegt ihr zu spät mit. Dann muss ich den Akku tauschen. Und Akkus tauschen an Kameras ist immer der Moment, wo Leute wieder bewusst wird, ah scheiße, da läuft eine Kamera mit. Und eine Scheiße. Und dass der Akku so schnell leer ist, ist sowieso scheiße. Eigentlich hatten wir sehr viele lustige Szenen, als ich mit Jens hier gequatscht habe. Natürlich auch viel bequatscht habe, was wir niemals veröffentlichen können im Vlog. Nicht, weil wir Scheiße erzählen haben, sondern weil wir so private Sachen erzählen oder noch über Projekte reden, die noch nicht... Möchte die Kamera denn irgendwo hinstellen? Hier. Geht das? Sieht ein bisschen scheiße aus, ist egal. Aber, also viele Sachen haben, die wir nicht veröffentlichen können. Manche noch nicht, manche vielleicht nie. Aber unter anderem hatten wir halt auch sehr lustige Szenen und die irgendwie nicht auf der Kamera mit drauf sind. Oder wahrscheinlich nicht mit dem Video drin sind, weil der Akku gerade leer war. Ärgerlich. Dann habe ich, glaube ich, generell sehr wenig aufgenommen heute. Ich war am Strand, habe da schon wenig aufgenommen, weil ich habe die ganze Zeit am Telefon. Ich habe nur telefoniert. Ich hasse telefonieren. Ich hasse telefonieren wirklich. Wenn ich mit jemandem telefoniere oder jemandem sage, ruf mich an, ruf mich jederzeit an, dann ist das schon ein ziemlich besonderer Mensch. Ich lasse mich nicht von jedem anrufen. Schon gar nicht zu jeder Zeit. Und wenn ich mit jemandem telefoniere, und zwar nicht, weil ich was Geschäftliches klären will, weil ich irgendwas bestellen will oder weil ich, sondern nur weil ich fragen will, wie es geht oder mit jemandem plaudern will, dann, also da kann sich derjenige schon was drauf einbilden. Ich hasse telefonieren, ehrlich. Bevor mich jemand anruft, sollte er sich gut überlegen, ob es wirklich nötig ist oder ob man es nicht vielleicht auch einmal schreiben kann. Mein Telefon ist immer auf Rufumleitung eingestellt. Zur Mailbox gibt es hier diese Funktion beim iPhone. Bitte nicht Sternmodus. Heißt das so? Ich glaube, der bitte nicht Sternmodus, glaube ich, ne? So heißt es. Der ist immer eingeschaltet. Das heißt, wer mich anruft, landet auf der Mailbox. Außer gerade jetzt im Moment. Noch ist er nicht an. Ich habe nämlich heute aus Gründen. Und wer mir wichtig ist, der steht in meinen Favoriten und der kommt immer durch. Auch wenn der bitte nicht Sternmodus drin ist. Weil Favoriten werden ausgeschlossen. Die kommen sofort durch. Also, wer mich anruft und durchkommt, ne? Wisst ihr Bescheid. Warum habe ich angefangen? Naja. Jedenfalls habe ich sehr wenig aufgenommen, weil ich heute irgendwie nur am Telefonieren war. Und Telefonieren im Video ist ja auch langweilig, oder? Und ich war sehr spät mit dem Veröffentlichen dran heute. Also es kam um 17 Uhr auf YouTube, das Video, aber war wirklich Punkt 17 Uhr fertig mit dem Hochladen und Bearbeiten. Morgen soll es nicht so laufen, deswegen setze ich mich jetzt gleich wieder ran ans Video von heute und werde mal schauen, was ich überhaupt aufgenommen habe. Ah, Keks habe ich gebacken zwischendurch. Stimmt. Hier. Die Bruchkekse. Gar nicht so schlecht. Schmecken irgendwie ganz gut. Erstaunlicherweise. Ich bin ja nicht so der Backprofi. Patisserie ist nie ein Posten, den ich gerne mache. Muss ich immer ein Rezept halten. Das ist nicht mein Ding. Wenn ich nicht dran hält, dann wird der Kuchen nichts oder dann fällt alles zusammen oder keine Ahnung. Ich koche frei Schnauze. An Rezepte halten ist nicht so meine Sache. Naja. Machen wir uns noch einen Kaffee zu dem Keks hier. Und dann setze ich mir ans Video schneiden. Oh, Kauderwelsch. Ich hab zu viel geredet heute. Also. War noch was? Cookie, willst du noch was sagen? Nicht? Gut. Also dann, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss. Es ist Dienstag, der 10.9. Oh, der 10.11. Mann, Tier.